Wir versuchen heute, unmögliche Fußballmomente darzustellen. Darzustellen. Es ist beides das Gleiche. Ja. Zum Reinkommen fangen wir an mit einem ganz schönen Tor, und zwar von Berbatov, aus der alten Manu-Zeit. Flanke von Nani, Annahme mit dem Oberschenkel, Fallrückzieher, Latte rein. Denn in diesem heutigen Video müssen wir das auch so perfekt wie es geht nachmachen. Diese Fußballer, die brauchten nur einen Versuch dafür, haben das so im Game gemacht. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Ja, erstmal jetzt hier mit was Einfachem zum Reinstarten, ne? Zum Warmwerden. Huch! Oh, Junge! Allein den so hochzukriegen mit dem scheiß Bein ist schon todesschwer. Ja, Holzi, du bist es! Bruder. Ja! Ich hab den Ball mit meinem linken Fuß getroffen. Ey, das ist, weil er den Fallrückzieher nicht so hoch macht, weißt du, das ist schwer für mich. Normalerweise ich schwing bis da oben. Die Bälle sind so hart. Nein! Ich will es nicht direkt am Anfang schaffen, ne? Weil sonst ist das Video auch ein bisschen kurz. Jetzt aber. Ja! Ja! Wow! Nope. Oh mein Gott! Das war doch der beste Versuch, Digga! Hammer gleich, ne? Hammer gleich. Ist easy, Leute. Aha! Da waren schon gute dabei von Holzi. Ich glaube, das größte Problem ist die Annahme. Oh, oh, das hat weh! Oh, genau da Paintball-Kapier. Ich hätte lange Hose anziehen sollen. Wie knallst du mich bitte ab, Digga? Oh ja! Ja! Ah, der ist es aber! Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Annahme! Und dann sogar rechts, aber der muss Latte rein, sonst hören wir nicht auf. Der nächste von Olivier Giroud, das schönste Tor, was er jemals geschossen hat. Schauen wir mal rein, Flanke kommt. Scorpion Kick mit links, Unterkante im Winkel rein. Dazu muss man sagen, Giroud ist auch Linksfuß, aber ja, wir probieren es trotzdem auch mit links. Wir sind ja beidfüßig, kann man sagen. Wir sind beidfüßig sehr unbegabt. So close! Ja! Oh. Oh. Golasso! Ja! Was ist Scheiße! Keine Ahnung, was wir machen, ja? Bam! Ja! Nope! Wir kriegen ihn nicht mal annähernd ans Tor. Oh ja! Uns dann doch jetzt aufgefallen, dass links vielleicht nicht ganz unser starker Fuß ist, und aus Fairness machen wir den jetzt gespiegelt. Aha. Oh, ich brech mich, knall mir Kniescheibe raus. Hätte niemand gehalten in der Kreisliga. Nein! Anders hart dieses Video. Lass auf jeden Fall mal ein dickes, fettes Dankeschön in den Kommentaren da. Keine Ahnung wofür. Oh ja. Nein! Photosynthese. Guck dir meinen Oberschenkel an. Ich war nicht Solarium. Aua. Ja. Wow. Ja. Bam. Ja, zieh noch. Zähl doch! Ja! Gottesfürchtig! Guck mal, mein Bein, Junge! Sieht die Hose aus! Guck mal hier! Guck dir das an, Digga! Blaue Flecken über blaue Flecken! Boah, Digga, guck mal hier! Blaue Flecken! Obwohl ich nicht mal mit dem Bein angenommen habe! Als nächstes haben wir einen Rabona. Ein Rabona von meiner Oma. Von AS Roma. Ah. Das sah mir eher nach einer Flanke aus. Die geht dann aber so rein. Ja, hat sich verirrt dabei, ne? Aber ich würde sagen, einer stellt sich so alibimäßig als Torwart dahin. Und den muss man dann chippen mit einem Rabona. Das Wichtigste ist, der muss über Holzi und no bounce rein. Der tut so scheiße weh. Gari! Nope. Scheiße ist bei solchen Videos, wenn du hier die ganze Zeit knallst, dann wird es von Mal zu Mal auch schwerer. Nope. Oh.
muss auch verwirrt werden. Nope. Das wäre echt eine schöne Flanke vielleicht. Oh, jetzt kann er doch einmal doch den Scorpion Kick, oder? Ihr müsst das Spidey machen. Spidey muss den machen. Komm, eine Sache muss ich ja hier auch mal schaffen. Ich mach das schon. Gar nicht so schwer. Hoyo Mekesan, I'm Marco Mahoyo Mekesan. Den ganzen jetzt in hoch, einmal hoch, da haben wir ihn. Ganz knappes Ding. Ja. Nein. Giroud hatte doch kroatische Wurzeln, heißt ja nicht umsonst. Olivierovic. Girovic. Nein, Mann! Was ist dieses Tor bitte schön für ein Holz? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist Holzniveau. Wieder das! Wie geht das, Alter? Der Fuß ist immer auf dieses Tor eingestellt, Digga. Oh, mein Gott! Wir sind so kurz davor. Nur noch gerade und Winkel Unterkante rein, ne? Dann haben wir es doch schon. Wow! Jo! Hey! Da bin ich vor mir selbst überrascht. Der war schon nicht schlecht, Digga. Ja, wir sind ja schon ein paar Stündchen, da verlernt man das Deutsch reden ein bisschen. Ich konnte noch nie Deutsch. Aber der ist wirklich. Junge, der sieht so einfach aus. Giroud, Digga. Der hat 9 Pace oder so. Aber der knallt immer Traumtore. Hey, warum treffe ich den nicht? Ja! Oh. Das ist nicht meins. Ich habe keine Ahnung, wo der Ball ist. Ja. Ah. Oh ja! Mach das nach, Giroud, du Drecksau. Ich glaube, die Flanke haben wir jetzt perfektioniert. Wir gehen jetzt darüber, nur noch diesen Fallrückzieher Latte reinzuknallen. Kann man, ne? Haben wir schon. Oh, was ein Kniff! Hast du es gesehen? Oh. Got it. Ja. Ja! Mach ihn rein! Ja! Ach, falsches Tor anvisiert! Oh. What? Was ist denn dein Touch, Junge? Oh. Ja. Das ist nicht Berbatov-like. Das ist nicht Berbatov. Ja. Nein, mit dicker Katze den da nicht reinmachen. Ja. Nein, du kommst vorbei. Nein, das gibt es doch wirklich nicht. Hey, Sonntag auf Ansage Fallrückzieher. Tor, so viel Fallrückzieher wie ich hier kann. Jetzt haben wir hier einen schönen Longshot von Wayne Rooney. Longschlong? Ja, ganz genau. Der Titsch kurz hier hinter der Mittellinie auf und nimmt den einfach Volley und knallt das Ding da rein. Sehr schönes Tor. Und wir versuchen das natürlich auch wieder perfekt nachzustellen. Darzustellen? Nachzustellen. Komm, ich fange mal an. Ich bin ja auch Wayne Holzi, ne? Wayne viele, interessiert's. Viele nennen mich auch, weil ich ein bisschen kleiner bin als Wayne Rooney, Lil Wayne. Nope. 3, 4 Versuche, Jungs. Das ist ja, meine leichteste Aufgabe. Ah, Wayne Rooney! Oh. War der perfekt? Da würde ich mir selber keine 1 plus für geben. Aber der war schon sexy, kann man sagen. Ne? Der muss genau kurz vorher auftitschen. Ich glaube, das hat er auch getan. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So weit weg. Und Kilometer weit entfernt. Ich sehe dann hinten nicht richtig. Machen wir so. Zeige ich euch nochmal. Habt ihr wahrscheinlich gerade nicht hingeguckt. Ne? Die Leute haben nicht gerade richtig zugeguckt. Deswegen mache ich schon mal einen für die Community. Das also für die Community, ne? Ah, der war für dich, Tom. Wayne Rooney!
wenn man zu viel will. Ne? Hast du schon einen perfekten? Nein, Holzi will zwei. Es gibt Leute, die haben es in die Wiege gelegt bekommen. Und dann gibt es auch die Verlierer. Ihr könnt ja entscheiden, zu welchen Leuten ich gehöre. Und dann wollen wir einen sehen. Bye, have a great time. Lil Wayne. Lil motherfucking Wayne, Digga. So, mittlerweile ist schon Tag 2. Wir sind wieder zurückgekommen, um noch mehr von diesen unmöglichen Toren und Trickshots zu machen. Für den heutigen Tag zum Reinkommen, was relativ einfach ist von Lisandro Martinez. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal gemacht haben. Auf jeden Fall so ähnlich. Sombrero Flick und ins Tor reinbringen. Der macht's mit links, wir machen es rechts. Easy. First try, no life. Ah. Hey, das Ding ist, ich kann ja nicht mal einen Sombrero-Flick, deswegen sieht es bei mir so fakey aus und wird auch so fakey bleiben. Nächstes Mal komme ich wenigstens mit Sombrero-Hut. Ui, ole. Boah, der war schon nicht schlecht, Alter. Wer war das, wer das gemacht hat? Gerard Asamoah? Wow. Das passiert, wenn ich versuche, direkt zu nehmen. Komm, das ist wirklich noch das Einfachste. Das ist ja nicht so was Unmögliches, das ist nur eher für uns unmöglich. Ah, Drehung vergessen. Ey, dieser Drecks-Sombrero-Flick. Ey. Mann! Wir schaffen das in 3 Millionen Jahren nicht. Holz die Berbertoff. Ich sehe aus wie Berber, ich mach's jetzt gleich. Boah! 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 Boah, Bruder! Ja, schön. Ja, ich bin noch dran gekommen. No Bounce sind wir schon mal da. Oh, falsche Seite, Digga! Letzter Versuch. Das ist er. Leute, klippt das jetzt. Jetzt kommt perfekt. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich habe nur gelogen. Holzi verfault hier auf dem Platz. Ihr seid live dabei. Holzis Abstieg. The Fall of the Holzi. Wow, Giroud macht das nach. So. Das ist, ich mache es so. Oh, Junge. Heute Abend fühle ich mich, als ob ich verprügelt worden bin, Alter. Außergewöhnliche Tore erfordern außergewöhnliche Vorgehensweisen. Ich glaube, wir haben es gleich, weil sie meditiert hier schon. Ich versuche gerade die ganze Energie vom Universum durch den Boden in mich zu ziehen. Was mache ich da, Alter? Das ist wie damals mit dem Blip, Alter. Als die letzten Avengers nochmal auferstanden sind, um die Welt zu retten. Avengers! Alter, es war wie damals mit dem Blip. Digga, wer hat das Blip? Tony Stark hat auch nicht aufgegeben, Junge. Da werde ich auch nicht aufgeben, Alter. Assemble. Ich kann nicht mehr, Jungs und Mädels da draußen. Ihr glaubt nicht, wie anstrengend das ist. Wir sind jetzt Minimum seit 4 Stunden da dran. Wir können nicht unser ganzes Leben das hier probieren. Wir sind doch kurz davor. Wir haben es doch fast jetzt geschafft. Ich bin kurz davor, mich in Super Saiyajin zu verwandeln. Digga, Super Saiyajins haben aber Haare. Wenn ihr bis hier noch nicht abgeschaltet habt, dann auf jeden Fall GG. Einmal GG in die Kommentare, ihr seid richtige Macher. Und wir machen jetzt den nächsten. Und macht ihr mal da Abo erstmal. Ja, macht ihr mal, mal rein. Ich habe gesehen, 230% die Leute, die unsere Videos regelmäßig gucken, haben noch nicht abonniert. Ne? Ja, ihr seid Lasser. Und wir lassen jetzt mal richtig einhören, was ganz anderes. Jetzt einfach Einwurf-Trickshot. Guckt ihr das an. Sowas haben wir noch nie gemacht, noch nie gesehen. Der macht Flick-Flick-Oberdeck mit dem Ball. Danach kommt sogar noch in der Aktion Fallrückzieher-Tor. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, so unmöglich, den Einwurf zu schaffen. Ich spreche mir alle Knochen. Das ist wirklich, das ist das Einfachste heute. Safe. Oh, das ist auf jeden Fall der schmerzhafteste heute. Oh.
soll man denn dann den Ball werfen, Alter? Oh! Ich hab mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, Alter. Ah! Oh! Scheiße. Mit 10 Likes mach ich den im Spiel. Siehst du, das ist voll dein Ding. Der landet fast auf Füßen. Ey, das Ding ist, man weiß nicht, wie man den Ball dann sieht. Ja, Digga, meine Knie tun weh davon. Ah. Alter, der fühlt sich so scheiße an. Also. Ach, keine Ahnung. Ah. Ja. So gerade werde ich es nicht schaffen, Digga. Das hat nicht mal was mit Fußball zu tun eigentlich. Einfach Flick-Flack-Overdeck machen. Jetzt wird es Zeit, dem Berber den Topf aufzusetzen. Ja. Oh, guck bitte, wie rot das ist, Mann. Ich weiß nicht, wie viele Bälle wir hier schon angenommen haben. 3 oder so. Wehe, lass nicht ein Like dafür da, ne? Das ist schmerzhafter als jede andere Challenge, die wir bisher gemacht haben. Der mentale Schmerz. Sich hier zum 100. Mal hinwerfen, Digga. Siehst du das? Nee, guck mal hier. Scheiß, Digga. Ja, der erste über den Zaun. Ah, ich bin halt zu stark. War der? Nein! Wie Klose wollen wir noch kommen? Wir sind closer als Miroslav. Keine Gabe. Oh! Was denken wir? Echt, der Typ hat Polypen. Was machen wir? Ey, wir sind ja erst 1,5 Stunden dran oder so. Die erste Latte heute. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen tiefer zählen. Na? Kurz davor. You gotta believe. Die nächsten 5 habe ich. Ja! Scheiße! Ich hab gesagt, wir geben nicht auf! GG, Alter, ich küsse deine Glatze. Ich hab immer gesagt, ihr müsst dran glauben. You gotta believe, man! The weak man will search for excuses! Keine Ahnung, was er gerade gesagt hat, aber er sieht gar nicht gut aus. Ja, egal, wir haben's. Auf zum nächsten. Ich hab das gesagt. Der erste ist einer der leichteren. Ich bin so ein Ogre, Alter. Ich hab einen Bewegungsradius von einem LKW. Ey, der ist so schön geflogen. Den wollte ich so. Da war wer im Rückraum frei. Ja. Nope. Ey, ich hab doch das hintere Tor anvisiert. Der ist reingegangen, Leute. Das ist doch noch viel schwerer. Scheiß auf diesen Sombrero-Flick. Ich bin eh kein Mexikaner. Wir machen das jetzt einfach so. Drehen den nur rein. Sombrero Flick! Der erste, der es schafft, von hier über den Zaun zu schießen. Auf zum nächsten. Der Scorpion Kick hat mir so viel Sorge bereitet. Schlaflose Nächte. An Gedenken zu Zlatan Ibrahimovic, der gerade zurückgetreten ist vom Fußball, werde ich den jetzt so lange machen, bis ich den perfektioniert habe. Ja. Junge, verletz dich nicht. Schmerz ist nur eine Vorstellung. Schmerz existiert nur im Kopf. Oh nein! Bruder. Wir sind so kurz davor. Kurz davor zu kollabieren, Digga. Für Zlatan, auch wenn das wer ganz anderes war, Giroud. Du hast auf den Scorpion, Digga. Du hast einen
Scorpion Schwanz. Das ist Ibrahimovic, ey. Das war Scorpion Kick, obwohl ich Krebs bin. Lass den Like da, Holz hat wirklich alles gegeben. Er hat sein Leben riskiert, seine Fußballskills riskiert, alles. Also ich habe heute Abend wieder Schmerzen ohne Ende. Schmerz ist nur eine Vorstellung. Dafür wirklich ein Like da lassen, das ist geisteskrank. Der ist extra jetzt hier heute nochmal gekommen, obwohl er heute einen freien Tag hat, ne? Oh. Ja! Der war gut. Ohne Ball. Ja, einmal an diese Bewegung. Ja. Und dann jetzt irgendwie den Ball da weg. Ihr vergesst, ich bin ein alter, gebrechlicher Mann. Oh, der kommt, der kommt. Den werde ich niemals im Spiel machen. Reinanimieren. Ja! Ja! Boah, der war gut. Ja, genau. Ja. Ja, gut. Danke, guter Appetit. So ein Ding muss man halt wirklich, glaube ich, ein paar Wochen üben, damit man das irgendwie schafft. Das kannst du nicht einfach so machen. Außer der Holzi macht's jetzt. Oh, boah, der kann's ja doch, Alter. Gleich haben wir's. Nope. Stell dir vor, du willst in einem Spiel probieren und dann kommt sowas dabei raus. Irgendwann habe ich den drauf. Mit 64 kann ich den dann. Boah, ist hart. Life is good, man. Für deine Bemühungen kriegst du eine Banane. Was ist das denn, Digga? Banane. Riecht aber ehrlich gar nicht mal so schlecht. Nehmt es uns nicht übel. Manches ist menschlich für uns nicht möglich. Time to say goodbye. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Irgendwann muss auch dieses Video online kommen. Also in dem Video stecken so viele Stunden drin. Und Schmerzen. Bei 30.000 Likes. Probieren wir es nochmal. Mit den unmöglichsten Clips aller Zeiten. Aber für heute danke ich euch.